Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wie ihr seht, spiele ich jetzt endlich wieder weiter. Ich habe eine lange Pause gemacht. Leider ging das nicht besser und eher. Aber wir spielen weiter. Ist doch wohl klar. Ja, ich muss ja mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Kämpfe zum Mann und Schwarz. Ja, da könnten wir eigentlich mal hingehen. Giftiges Gift. Das können wir eigentlich jetzt für die Quest abgeben. Oh, rennen wir ja hier. Genau, ja, ich spiele nämlich auf das Battlefield 4. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen hier mit den Steuerungen. Hallo? Ja? Na, nix. Ihr braucht etwas? Nein, ich brauche nix. Karte. Genau, ja, ich habe eigentlich auch versprochen, dass ich, was Schönes machen wollte. Nein, ich wollte... Wo muss ich denn hin? Oh, gehen wir mal hier hin. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, ich wollte eigentlich eine schöne Folge raushauen. Beziehungsweise, was heißt eine schöne? Ich wollte mal eine Stunde spielen. Also, beziehungsweise eine Stunde Folge raushauen und dann mal gucken, ja, wie es ankommt. Nur das einzige Problem ist das Hochladen. Ey. Wenn ich das auf 100% mache und dann hochlade, dauert das Jahre. Nein, das ist übertrieben, aber das dauert lange. Wahnsinn. Da kannst du auch mit einer schnellen Internetleitung kommst du da nicht gegen an. Das ist ja das Problem. Ja, hallo? Ach, jetzt. Schalter drücken. Bist du überhaupt hier runter? Und dann bist du zum... Ich weiß das gar nicht. Warte mal. Nein. Der Einbruch. Ach so. Ah. Nein. Wir machen das. Ist ja doch da lang. Na, mal gucken, wo die ist, die Olle. Hallo. Dün. Oh, die Musik ist ja schön, ne? So, wo ist die Olle? Wir rennen mal ein bisschen. Da ist sie ja. Komm, dann labern wir mal mit der. Na, Tantchen? Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten für mich. Auftrag erledigt. Hier sind eure Informationen. Das sagt mir nicht viel. Das Einzige, was Serpions Partner identifizieren könnte, ist dieses seltsame kleine Symbol. Ja, ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Nun, für wen dieses geheimnisvolle Zeichen auch steht, der Betreffende wird es noch bereuen, dass er sich auf einen Krieg mit mir eingelassen hat. Diese Information solltet ihr unverzüglich der Diebesgilde überbringen. Kommen wir zur Bezahlung. Ich glaube, dies werdet ihr für eure Dienste für mehr als angemessen halten. Was? Ein Stahlschwert? Oh, Olle. Naja, komm, ich hau ab. Tschüss. Aus dem Stahlschwert. Aus dem... Ich geb dir gleich aus dem Weg. Ja. Ich glaube, ich spinne. Hast du das... Ey, ein Stahlschwert der Schwäche. Was will ich denn mit so einem Scheiß? Ah, ich will Gold. 1000 Gold. Kann ich viel mehr gebrauchen. Oh, ich muss mal eben mein Headset ein bisschen leiser machen. Und Kopfhörer. So ist besser. Ja, war ein bisschen laut, deswegen. Ja, und zu den Tipps und Tricks, zu den anderen Teil, also letzte Folge. Ja, wie gesagt, Level 32 hat viel geklappt. Und ja, wie gesagt, man kann auch schön lange weiter machen, bis man alles auf Level 100 hat, aber das dauert ein bisschen länger. Aber das ist ja gar kein Problem, ne? Wenn man das machen will, kann man es machen. Gut, wo ist denn jetzt hier Björnolf? Brynjolf. Ist er das? Ne, das ist Thüring. Hey, ihr seid ein zäher Brocken. Das respektiere ich. Ihr bringt der Gilde eine Menge Geld und sorgt dafür, dass wir gut dastehen. Kommt zu mir, wenn ihr was braucht. Ja? Danke. Ich hatte mich ihnen vor vielleicht 10 Jahren angeschlossen. Ein kleiner Clan, vielleicht 20 Leute. Wir haben Dörfer überfallen, Karawanen ausgeraubt. Aber für sie war das Töten immer das Wichtigste. Aber nicht für euch. Versteht mich nicht falsch. Die ersten Jahre bei diesem Clan waren einige der schönsten Jahre meines Lebens. So viel Speisen, wie ich essen, so viel Wein, wie ich trinken und so viele Frauen, wie ich beglücken konnte. Oh. So viele Frauen? Da will ich auch hin. Was hat sich verändert? Es war Frühling, als wir eine Karawane ausgeraubt haben.
Ich glaube, es waren ein paar Wagen mit einigen Bauern, die in ein anderes Dorf zogen. Sie waren keine große Herausforderung. Am Ende waren nur noch die Frauen und Kinder übrig. Dann hat der Anführer unseres Clans, Gartek, uns befohlen, auch die zu töten. Boah, das ist krass. Das ist echt heftig, ey. Ihr Arschlöcher, ihr. Ihr musstet das doch nie tun. Nein, normalerweise ließen wir sie laufen. Ich weigerte mich und Gartek befahl dem Clan, mich ebenfalls zu töten. Zum Glück hatte ich einige Freunde im Clan, die sich sofort auf meine Seite geschlagen haben. Wir haben einander in Stücke gehauen. Als es vorbei war, sind die Überlebenden einfach ihre eigenen Wege gegangen. Und Gartek? Ich habe seinen Kopf auf einem Speer bei den Überresten der Karawane zurückgelassen. Ich habe nie erfahren, was aus den anderen Überlebenden geworden ist. Sie haben wohl, wie ich, einfach ein neues Leben angefangen. Hm, gut, danke. Ja, Finjolf. Man erzählt sich, dass der arme Sabion in Weißlauf im Gefängnis sitzt. Was für ein Pech aber auch. Genau das denke ich auch. Dennoch sehr vorteilhaft für Marvin. Genau. Nun versteht ihr langsam, wie unser System funktioniert. Laut Maven habt ihr dort noch etwas anderes entdeckt. Ist es für die Gilde von Bedeutung? Dasselbe Symbol wie bei Goldenglanz war im Spiel. Dann kann es kein Zufall sein. Erst Aringoth und nun Sabion. Jemand versucht uns auszuschalten, indem er einen Keil zwischen Maven und die Gilde treibt. Können wir irgendetwas tun? Mercer glaubt, diesen neuen Dorn in unserem Auge identifizieren zu können. Er will sich sofort mit euch treffen. Ich an eurer Stelle würde mich beeilen. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen. Oh, oh, okay, wir gehen. Aber vorher? Ja, guck mal hier. Kann ich doch so klauen, oder? Keiner sieht das, okay. Ah, ich habe immer nur noch einen Dietrich. Scheiße, ich muss gleich welche kaufen. Gold, Gold, Krug. Brauche ich nicht. Lehrling. Ja, ja, nein. Nein! Ah, wir müssen uns welche besorgen. Naja. Für Plaudereien ist keine Zeit. Mercer erwartet euch. Ja, gehen wir mal hin. Weißt du ja. Na, Kollege? Ah, da seid ihr ja. Offenbar versucht unser Gegenspieler uns indirekt aufzureiben, indem er Maven Schwarzdorn verärgert. Sehr gerissen. Bewundert ihr sie? Sie verfügen über umfangreiche Mittel und bleiben seit Jahren unerkannt. Ich bin beeindruckt, dass sie es so weit geschafft haben. Verwechselt meine Bewunderung aber nicht mit Nachlässigkeit. Unser Erzfeind wird teuer bezahlen. Wir lassen sie dafür bezahlen. Weil sie, trotz all ihres Prahlens und Planens, einen Fehler gemacht haben. Das Pergament, das ihr besorgt habt, erwähnt einen Gajolai. Laut meinen Quellen ist das ein alter Deckname eines unserer Kontaktmänner. Sein wirklicher Name ist Gulum Ai, ein schleimiger Dreckskerl. Wo soll ich anfangen? Gulum Ai ist unser Maulwurf bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Ich wette, dass er beim Verkauf von Gut Goldenglanz als Mittelsmann beteiligt war und dass er uns zu unserem Käufer führen kann. Geht da raus, macht ihm Druck und schaut, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr vor der Abreise noch mit Brynjolf reden. Okay, wir sprechen mal mit Brynjolf. Sicher, sicher. Da lang? Ach, da ist Brynjolf. Was steht denn auf einmal da? Komisch. Naja, komm, reden mal mit dem. Ich kann gar nicht glauben, dass Gulum Ai in all das verwickelt ist. Er ist eine der stursten Echsen, die ich je getroffen habe. Das wird keine leichte Aufgabe. Wie bekomme ich ihm zu reden? Ihr müsst ihn bestechen. Nur so bekommt ihr seine Aufmerksamkeit. Wenn das nicht funktioniert, folgt ihm und seht, was er macht. Wie ich Gulum Ai kenne, wächst ihm alles über den Kopf. Das könnt ihr als Druckmittel benutzen. Verrat oder nicht, ich lasse ihn dann leben. Gut, dass ihr unsere Methoden verinnerlicht.
Es wäre schlecht, einen Kontakt in der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu verlieren, bevor wir die ganze Geschichte kennen. Bleibt Gollum Ei einfach auf den Fersen, dann wird er irgendwann einen Fehler begehen. Meint ihr, Gollum Ei wird immer Ärger machen? Es gibt Diebe und es gibt Gollum Ei. Kein Anstand, keine Ehre. Er könnte euch die Hand schütteln und gleichzeitig in den Rücken stechen. Sein für die Gilde bestimmter Anteil ist in letzter Zeit zurückgegangen. Er sagt, das Geschäft laufe nicht, aber ich bin mir sicher, dass er lügt. Behaltet ihn im Auge. Er ist gerissen. Mal die Frage, wenn wir jetzt gleich zur ostkaiserlichen Handelsgesellschaft da wieder hingehen, ne? Erstmal fragen, was das ist genau. Eine Handelsgruppe, die Häfen überall in Tamriel errichtet hat. Sie sagt der Verschiffungsbranche, wo es lang geht. Angeblich unterstützt sie der Kaiser selbst und das bedeutet, dass ihre Mittel unbegrenzt sind. Also bringt sie nicht gegen euch auf. Das wollte ich nämlich wissen, weil wenn wir da hingehen und die nämlich da ein bisschen verärgern, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Obwohl die ja sowieso scheiße sind, die Kaiserlichen. Wieso ist Gollum Ei ein Gewinn für die Gilde? Gollum Ei arbeitet im Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Er beschäftigt sich mit allen Waren, die nach Einsamkeit kommen und von dort verschifft werden. Das heißt, er hat bei den besten Waren aus Himmelsrand quasi freie Hand. Er ist kein Gildenmitglied, zahlt uns aber einen Anteil für alles, was er aus dem Lagerhaus abzweigt. Warte mal eben. Komm hier, ey. Viel Junge. Glück in Einsamkeit. Oh. Lasst Gollum Ei am Leben. Was braucht ihr? Kommt sofort zur Gilde zurück und bringt Mercer die Informationen. Das hat höchste Priorität. Wenn ihr entdeckt, dass Gollum Ei mehr Beute versteckt, als er behauptet, könnte diese Information auch recht nützlich sein. Okay, dann werden wir den mal aussuchen. Viel Glück in Einsamkeit. Danke, diesen Gollum Ei. Mal gucken, was der so hat. Der kleine Dieb. Den werden wir erstmal die Finger langziehen, wenn wir den treffen. So geht's ja nicht. Bin ja mal... Hier, komm. Auf. So, na, wo ist er denn? Warte mal. Karte. Gollum. Aha. Aktueller Standort bin ich... Ja. Einsamkeit, da oben. Dann wollen wir mal los zu Einsamkeit. Einsamkeit ist eine große Hafenstadt und als solche wichtig für den Nachschub der Kaiserliche. Kaiserreich, nicht Kaiserlichen. Also bald gleich. Ja, und wenn man das... Was wäre dann eigentlich, wenn man das stürzen würde? Ja, dann hätten die ja richtig Probleme da in Einsamkeit, wa? Das wäre auch mal was. Naja. Ja, los, komm, ein bisschen schneller hier mit Laden. East Empire Company Warehouse. Danke. So, wo haben wir denn den Gollum Ei? Mal schauen. Kannst du mal ein bisschen... So. Da drinne? Dann werden wir mal nachschauen. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Für einen Veteran. Zum Arbeiten bin ich zu alt. Zum Trinken ja. Noch lange nicht. Das kenne ich irgendwoher. Ladebildschirm. Geh jetzt weg. Bitte. Ja. So, Gollum Ei, wo ist er? Oh, hallo. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich muss mich um alle möglichen Botengänge kümmern. Vivian, wo willst du hin? Oh, schade. So, wo ist er denn, der Kackvogel? Da ist er. Na? Nun, was haben wir denn hier? Lasst mich raten. Eurem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, dass ihr von der Gilde kommt, aber das kann nicht sein. Ich habe Mercer gesagt, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Das ist aber dein Problem. Ich bin wegen Gut Goldenglanz hier. Ich mache keine Geschäfte mit Grundstücken oder Immobilien.
Wenn ihr jedoch Waren sucht, seid ihr am richtigen Ort. Das Theater könnt euch jetzt sparen. Gajulai. Oh, wartet. Habt ihr gut Goldenglanz gesagt? Ich muss mich entschuldigen. Ich muss leider zugeben, dass ich sehr wenig weiß über diese Imkerei, wenn ich mich nicht täusche. Ihr wart der Makler für seinen neuen Besitzer. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich kann mich nicht an jedes Geschäft erinnern, das ich durchgeführt habe. Bestechen, hat er gesagt, ne? Überreden geht, glaube ich, nicht. Ich kann es ja mal überprobieren. Nennt den Namen des Käufers, dann vergessen wir, was wir wissen. Überreden? Eure Versprechungen interessieren mich nicht. Wenn rauskommt, dass ich euch den Namen des Käufers verraten habe, könnte mich das ruinieren. Dann machen wir das anders. Was ist nötig, um den Käufer zu identifizieren? Nun, jetzt wo ihr es erwähnt, es gibt da etwas, an dem ich sehr interessiert bin. Ich habe einen Käufer für eine Kiste Feuerbrandwein. Zufällig liegt eine einzelne Kiste im blauen Palast. Bringt sie mir, dann reden wir über gut Goldenglanz. Du bist ja einer. Ja gut, dann holen wir das mal. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, der ist ja auch einer, ey. Mit dem kann man nicht falschen, ey. Scheiße. Überreden konnte man den auch nicht. Naja. Dann schauen wir mal, wo diese Kiste ist. Wo... jetzt gucken wir mal auf die Karte. Es geht schneller. Aber wo ist diese komische Kiste? Ist die auch hier in Einsamkeit oder... Ach ne. Einsamkeit. Stiehl die Kiste Feuerbrandwein. Wo ist die denn? Ah, da hinten. Da war ja noch gar nicht. Dann gehen wir doch mal hin. Oh, guck mal, wer da wieder ist. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich muss mich um alle möglichen Botengänge kümmern. Oh. Achso, wie kann man sich davon ablenken? Die meisten gehen hinüber in den Zwinker Nensgeber. Wenn ihr keine Musik hören und nichts trinken wollt, könnt ihr wenigstens mit Corpulus sprechen. Er weiß immer den neuesten Klatsch. Okay, wirklich eine unschöne Angelegenheit. Hake bis in Richtung. Mag sein, aber notwendig. Meine Cousine Fura ist gerade jetzt irgendwo draußen im Himmelsrand und kämpft gegen Ulfric Sturmmantel und seine verdammten Aufständischen. Wäre Rockwir nicht gewesen, wäre das gar nicht nötig. Und meine Tante hätte sich um ihre Tochter keine Sorgen machen müssen. Warum haben sie ihn hingerichtet? Ihr wisst es wirklich nicht? Er hat Ulfric Sturmmantel aus Einsamkeit entkommen lassen. Ulfric reitet hinein, ermordet den Großkönig und Rockwir lässt ihn einfach davonreiten. Ja, Vivien, hübsche Dame. Wir gehen weiter. Tschüss. Ihr seid sehr beschäftigt, nicht wahr? Dann bis später. Ja, bis später. Wir sehen uns. Ich weiß, dass ich Rockwir nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Weil Rockwir tot ist. Hey, wollt ihr Fang spielen? Hallo. Hey, wollt ihr ein Spiel spielen? Ich habe da leider keine Zeit für. Ja, wollte ich gerade sagen. War klar. Ihr Alten seid immer so langweilig. Was? Ich bin doch nicht langweilig. Zeig dir doch mal langweilig. Hier, guck mal. Mein Papa sagt, dass ich gesellig bin. Genau wie er. Er sagt, dass das schlau bedeutet. Aber mein Bruder sagt, dass... Ja, genau. Stimmt auch nicht. Gesellig. Dein Vater lügt dich an wie Spitzkatze, das gibt's ja gar nicht, ey. Ihr kriegt mich nicht. Ich will locker nicht. So. Gehen wir mal da hinten hin. Schneller, 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 schneller. Kann ich hier zack machen? Ja, genau. Oh, das gibt Ärger. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Aber wird nicht wieder vorkommen. Gut, schön, dass wir das geklärt haben. Ja, Entschuldigung. Blauer Palast entdeckt. Ah. Gehen wir hier mal rein. Hier waren wir noch gar nicht. Mal schauen, was uns hier erwartet.